Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich nehme euch heute mit in meinen Tag und beginnen tun wir mit einem Hydrafacial. Das heißt, ich kriege eine komplette Gesichtsreinigung. Mal sehen, wie ich danach aussehe, aber ich zeige euch einfach mal, wie sowas abläuft. Danach treffen wir uns mit Alex und dann steht auch noch das Rocker-Shooting heute an. Und jetzt geht's erstmal in die Reinigung. Guten Morgen. Geht's dir gut? Mir geht's gut, dir auch? Ja. Jetzt geht's los. Sehr gut. Hydrafacial, ich bin gespannt wieder. Hab das ja jetzt nicht das erste Mal gemacht. Ich mache das jetzt schon das dritte Mal? Ja, ich glaube das dritte Mal bist du da. Merkst du schon einen Unterschied? Wir hatten gerade schon das Thema, ich ernähre mich gerade nach dem Shooting nicht ganz so gesund. Das merke ich auch in meiner Haut. Okay. Da kommt alles raus. Also ich reagiere total auf fettiges Eis. Da müssen wir heute mal was gegen tun. Das machen wir. Ja? Na klar. So, ich liege, sie hat mich flach gelegt und jetzt darf ich entspannen und du hast die ganze Arbeit und kannst jetzt mal vielleicht erzählen, was wir zuerst machen? Genau, also ich schminke dich erst ab und dann beginnen wir mit der Reinigung, mit dem ersten Step. Der Schritt, wo die Poren ausgereinigt werden. Das Vakuum von dem Gerät wurde erhöht und jetzt wird wirklich alles aus den Poren rausgeholt. So, ich gebe jetzt Feuchtigkeit auf die Haut. In der Flüssigkeit sind Vitamine, Antioxidantien und auch Hyaluron. Und jetzt wird die Haut richtig aufgepolstert und auch gepflegt. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher der beste Schritt ist. Also ich liebe ja Ausreinigen. Ich sage immer, hol alles raus, was geht. Dann gibt es die Einarbeitung der Fruchtsäure. Da kriegt man noch eine Massage. Und jetzt wird man auch noch aufgepolstert und mit Feuchtigkeit gepflegt. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden, welcher der beste Schritt ist hier. Jetzt kommt mein Lieblingsschritt. Du bekommst jetzt Rotlicht aufs Gesicht. Ich sage immer, man sieht ein bisschen aus wie Hellboy. Ich sage immer Star Wars, ne? Ja, und das beruhigt jetzt zum einen die Haut, es fördert die Durchblutung und regt die Zellen aber auch an, dass sie mehr Kollagen und Elastin bilden, sodass das Hautbild einfach straffer wird. Ich trage jetzt noch eine Maske mit auf. Die minimiert noch ein bisschen die Rötungen und spendet der Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit. Also man würde es so alle 3 bis 4, 4 bis 5 Wochen empfehlen, weil das der natürliche Rhythmus der Haut ist, wie sie sich auch erneuert und wie Hautschuppen mit abgetragen werden können mit dem Hydrafacial. Also ich gehe alle 8 momentan. Muss mich noch bessern. Also es ist mal so erholsam. Ich könnte dann immer liegen bleiben, aber ich bin ja immer so eine Quatschbacke. Ich kann ja nicht still sein bei so einer Behandlung. Ich muss dann immer quatschen und kann mich gar nicht richtig entspannen, aber das übe ich auch noch. Kam mit raus. Ich glaube, wir gucken es unterm Licht mal an. Wir gucken jetzt mal, was aus meiner Haut alles rauskam. Genau. Und jetzt erzähl doch mal, was haben wir denn hier? Genau, also hier sehen wir diese kleinen schwarzen Punkte, die in der Flüssigkeit sind. Das sind Mitesser, die wir mit aus den Poren geholt haben. Und dass das so ein bisschen trüb ist, so gelblich-milchig, das sind die Hautschuppen. Dass sich das hier alles sammelt. Achtung! Ich habe mir meine Hautschuppen auf die Schulter gegossen. Naja. Jetzt sind wir etwas nasser. Aber wir haben immer noch ein bisschen da drinnen. Naja. Sehr gut.
So, also wer sich fragt, wo ich bin natürlich wieder bei Velvet. Wie immer. Genau. Ich bin ja schon Inventar langsam. Mhm. Aber ich kriege ja auch immer die schönsten Dinge hier ab. Und von euch weiß ich, dass die Frage kommen wird und deswegen wollte ich gleich mal Flo interviewen. Wie viel kostet denn so ein Hydrafacial? Das ist momentan im Angebot für 99 Euro. Wird auch noch länger sein. Mhm. Nur wegen dir. Ah, danke. Nein, also für 99 Euro liegt es hier. Vielen Dank. So, wir verabschieden uns jetzt. Wir treffen uns jetzt nämlich mit Alex, lassen den Flo hier seinen Job noch machen und euch auch vielen, vielen Dank. Danke. Bis nächste Mal. au. Ich bin ein bisschen tollpatschig. So, ich bin jetzt am Potsdamer Platz angekommen und suche jetzt die Alex. Wir haben uns gerade gegenseitig Standorte geschickt und wir sind auf der anderen Seite. Also treffen wir uns jetzt drin und gehen ein bisschen shoppen. So, jetzt habe ich die liebe Alex wieder hier. Kennt ihr ja bestimmt meine Schwester, sieht mir ziemlich ähnlich, ist nur 6 Jahre jünger. Und ja, wir suchen jetzt mal ein paar schöne Teile hier, oder? Ja. Und dann gucken wir mal, was wir in der Mall noch so für Geschäfte finden, die wir sonst vielleicht nicht nehmen, weil jetzt stehen wir schon wieder bei Zara. Genau. Da stehen wir immer, aber da finden wir auch immer am meisten, oder? Ja, das ist unser Shop, ne? Ja, genau. Der ist für uns gemacht. Dann lass uns mal gucken. Na los! Ihr kennt ja bestimmt meinen schwarzen Blazer und ich suche den in grün, aber den gibt es immer nur noch in riesig. Ich glaube, ich bin wieder zu spät. Bin auf den Grünzug zu spät aufgesprungen. Nee, haben wir nicht mehr in meiner Größe. So ihr Lieben, ich habe jetzt das zweite Mal schon diesen Rock an und ich musste mich dran gewöhnen, aber jetzt finde ich ihn umso schöner irgendwie. Auf jeden Fall herbstlich und mit ein paar Boots oder so. Oberteil ist jetzt nichts Besonderes, aber auf jeden Fall wäre es ungefähr eine Outfit-Kombi. Alex, was hast du an? Ich habe hier, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Das ist kein richtiges Kleid, aber wenn so... Ist es überhaupt eine Hose oder eine Hose? Oh, es ist eine Hose. Genau. Ich musste mal unter meinen Latz gucken. Kann ich mal unter den Latz gucken? Ja, genau. Ich finde es ganz süß, glaube ich. Das aber wenn du dich eigentlich so, nö, also ich fühle mich schon wohl ein bisschen wie so ein Dienstmädchen eigentlich. Ne? Mhm. Aber perfekt für die Weihnachtszeit. Ist ein bisschen festlich, finde ich. Genau, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist eine feine Variante und ich finde mit deinen Boots locker das ein bisschen. Genau, als ob ich das heute wusste, habe ich auch noch eine Strumpfhose angezogen. Ja, ist mega. Ne? Sieht super aus. Auch mit so einem einfachen Body oder so einem langen Shirt da drunter. Genau. Ich glaube, das kaufe ich. Was sagt ihr? Ja? Ja, so das bequem? Ist schön hier. Ich bin hier der rippige Typ heute. Aber ein bisschen durchsichtig. Ja. Ne? Deswegen. Fand's okay. Okay, nächstes Outfit. Aber ich habe noch eins. Süß. Ja, oder? Ne? Okay. Wenigstens eins. So, ich habe jetzt was gefunden. Ich weiß, Julian würde es jetzt, oder alle Männer, glaube ich, würden es hassen, dieses Outfit. Es ist so ein bisschen Oma-mäßig. Genau. Aber ich suche schon vor langem eine Strickjacke. Die finde ich jetzt nicht so schön. Die ist mir ein bisschen wuchtig, diese ganzen Aufsätze hier drauf, noch die Ornamente. Ist ein bisschen viel, aber die Hose finde ich ganz toll. Endlich mal eine lange Hose. Ich suche schon die ganze Zeit so eine mit so einem Muster. Mega. Kann ich mir auch richtig gut zu ein paar Boots noch vorstellen oder so. Muss ich jetzt nur noch ein Oberteil finden, aber das ist nicht so schwer. Ich glaube, da kann man ja jedes Schwarze zu anziehen. Aber Hose und Rock werden schon mal mitgenommen. Alex, bei dir. Ich habe auch dazu. Ich habe nach T-Shirts gesucht, die man einfach so anziehen kann. Eine Lederjacke drüber oder irgendwas. Mhm. Einfach, was so ein bisschen ausdrucksstärker ist. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Ich musste jetzt meinen Rock dazu anziehen, weil ich hier nichts in die Umkleide mitgenommen habe, passendes. Aber auf jeden Fall, das T-Shirt finde ich ganz cool. Und die Hose auch übrigens. Ja? So, ja, sieht schick aus, aber ein bisschen Leggings-mäßiger. Ach so, ja, ich glaube, ich habe sie jetzt in der XS an. Ich glaube, ich würde sie in der S nehmen. Ich finde sie etwas... Kannst du dich nicht hinsetzen? Doch, kann ich, aber ich würde vielleicht sagen, es platzt irgendwo. Ich weiß es nicht, für mich zumindest so. Also Hose und T-Shirt werden mitgenommen. So erfolgreich, sogar noch eine Strickjacke mitgenommen, eine ganz dicke. Ähnlich wie Alex, nur in Grau. Und jetzt machen wir uns beide auf den Weg zum Rockershooting. Ja. Jetzt geht's los, Athletentreffen und heute Abend wahrscheinlich noch ein schönes Essen. Also, wir sehen uns gleich.
So, herzlich willkommen am Rocker-Athleten-Set heute. Wir machen heute ein paar kleine Videos so für Social Media, für YouTube, für alles, was man so braucht. Und natürlich auch Fotos für die Party, für die Weihnachtszeit und so weiter. Und ihr seht, ich bin schon voll im Rocker-Dress. Auf jeden Fall habe ich gerade nämlich was ganz, ganz Cooles gedreht mit dem Flo zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Flo Bu. Wir haben uns ziemlich viel Mühe gegeben und ich musste flirten. Ich habe ja ich bin mit Julian zusammen, seitdem ich 16 bin, nicht mehr mit jemand anderem geflirtet. Das musste ich erstmal üben, aber er hat gesagt, ich habe das sehr gut gemacht. Und jetzt ist Julian hinter mir gerade dran, da könnt ihr mal mitkommen. Hier Fotograf, hier Julian. Und pass auf. Julian ist echtes Naturtalent. Da sitzt jede Pose, jedes Gesicht, wirklich auch jeder Sprung, wo jeder aussieht wie Quasimodo, wenn er springt. Julian sieht top aus. Also wirklich richtig gut. Jetzt macht er nämlich Freestyle. Gucken wir mal, was er da so macht. So, und jetzt könnt ihr auch gleich mal mitkommen zu den Videos. So, und jetzt müssen wir einen kurzen Zwischenstopp hier bei meinem neuen Flirting-Partner machen. Hab gerade über dich erzählt. Aber du hast gesagt, du hast seit du 15 bist nicht mehr gemacht. Ja. Aber dafür muss ich sagen, Bombe. Seht ihr, ich habe nicht gelogen. Er hat mich gelobt. Jetzt habe ich gleich zwei Stationen hier in der Küche. Nämlich einmal den lieben Flo, der gerade mit mir gedreht hat. Und vor allem diese Station, die ist richtig fies. Zwischen Fotos machen und Videos gibt es hier leckere Snacks. Also von Chips über Riegel, über Schokolade, natürlich auch Obst. Über Getränke und, hier sind Stationen, die sind auch schon alle, das waren Brezeln, die sind immer super beliebt und die Rocker Kisses sind auch schon leer. Ja, und jetzt gehen wir mal rüber und gucken, was die beim Drehen so machen. So, und unser Set war gerade da, ihr könnt ja mal gucken. Hier habe ich geflirtet am Set und wir gehen jetzt immer mal da nach drüben. Ihr seht aber lustig aus. Ich muss mich mal heute in dem ganz viele schöne Männer stellen, oder? Wenn ich heute schon die Möglichkeit habe. Falls ihr nicht kennt, das ist Ron und das ist Schmale Schulter. Also Kai. Kann ich doch Kai nennen, oder? Ja, wäre nett, ja. Danke. Hast du einen Künstlernamen? Nein. Ehrenmann. Ja, Mensch. Doch, Ehrenmann. Mensch, weiß ich, was heißt du? So, also jetzt lassen wir euch in Ruhe drehen. So, ich bin durch. Wer ist jetzt dran? Flo! Jetzt hört ihr nicht so viel quatschen, Mensch. Immer. Ah, jetzt sucht er gerade was für sein Kaugummi. Übrigens, der Kaugummi-Move, ich weiß auch nicht, warum ich den mache. Kika hat gerade gesagt, das macht kein anderer Mensch. Kaue ich immer einmal mit meinem Gaumen, um mich einzulächeln und dann sitzt die Pose. Dann weiß ich, dass das Foto wenigstens was wird. Wenn ich da Freestyle mache, wenn mir jemand sagt, mach mal Freestyle, weiß ich, dass das nichts wird. Ich bin kein professionelles Model, es ist wirklich schwer. Also wer mal die Chance hat, auf so einem Shooting teilzunehmen oder an so einem Shooting teilzunehmen, es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht zum Posen. Oder Lu? Komm mal rein. Das ist wirklich so. Das mal. Ist ja jetzt mein zweites Shooting. Und klar, ich war schon so ein bisschen gewohnt vor der Kamera, aber es ist dann doch mal schön vor der Kamera und ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann auch mal diese verschiedenen Variationen zu machen, man ist da immer ist auch nicht so einfach. Na, man hat auch immer seine Lieblingsseite und seine Seiten, wo man weiß, man sieht gut aus. Und wenn dann was anderes gefordert wird, dann sagt man so, muss ich das wirklich machen? Nein. Aber auf jeden Fall macht sich jeder hier schon super und wir haben jedes Mal, von Mal zu Mal, dürfen wir besser. Mehr üben. Ja, genau. Man wird besser. Deswegen. Das Ergebnis seht dann ihr. Ja, seid gespannt. So, jetzt drehe ich noch ein paar Clips ab, dann kommt nämlich auch schon Lilly uns am Set besuchen, dann bin ich nämlich fertig, kann mich auf Lilly konzentrieren und dann sind die anderen noch dran.
So, ihr Lieben, ich glaube, man sieht es mir langsam an. Ich bin ganz schön platt, aber wir sind auch gleich fertig. Noch ein, zwei Leute drüben am Shooten und dann werden wir uns gemeinsam auf den Weg zum Abendbrot machen. Das haben wir uns redlich verdient. Ich habe schon einen riesen Magenknurren und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.